was die wirklich konsequente Ökologie in den Bestandteilen unserer Mörtel angeht, dass wir den Weg eigentlich schon immer konsequent gegangen sind und auch weiterhin konsequent gehen werden. Hallo und herzlich willkommen. Heute bin ich zu Besuch bei Hässler Kalkwerke in Wiesloch. Es freut mich sehr, heute hier zu sein. Heute darf ich den Geschäftsführer des Familienbetriebs begrüßen. Hässler ist ein Hersteller qualitativ hochwertiger Kalkprodukte. Ich freue mich sehr, den Herrn Florian Kramschwacher zu begrüßen. Hallo. Danke. Hallo, auch von meiner Seite. Sehr gut. Hässler Kalkwerke ist ja ein traditionelles Familienunternehmen, wurde schon 1881 gegründet. Wie kam es denn dazu? Es war zur damaligen Zeit so, dass viele Apotheker sich in ihren Laboren mit, auch unter anderem mit Geologie beschäftigt haben. Und so der da und dann aus demselben Grund ist es so, dass viele Firmengründungen, also viele Gründungen von Kalkwerken oder auch Zementwerken um diese Zeit wurden von Apothekern gegründet tatsächlich. Ach echt. Und so war das auch bei uns. Das war eigentlich ein Apotheker, der Nikolaus Hässler, daher auch der Name. Okay. Der hat 1881 dieses Kalkwerk gegründet. Zunächst in Roth, das ist hier auch in der Gegend. Als dort dann allerdings die Kalksteinvorkommen zur Neige gingen, hat er dieses Werk hier in Wiesloch gegründet, wo wir heute noch produzieren. Ja, toll. Und du bist ja jetzt auch als Geschäftsführer angestiegen Genau. vor, als du dann, oder Vor wann? 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Ja. Wieso bist du jetzt mit eingestiegen? Einfach, weil du gesagt hast, ja, ich muss das weiterführende Geschäft oder einfach. Nee, also es war eigentlich schon so seit meiner Kindheit und auch dann durch die spätere Mitarbeit hatte ich eigentlich schon immer den Bezug dazu und dann auch den Willen, das fortzuführen. Und es ist halt auch so, dass wir, sage ich mal, diesen Weg, was die wirklich konsequente Ökologie in den Bestandteilen unserer Mörtel angeht, dass wir den Weg eigentlich schon immer konsequent gegangen sind und auch weiterhin konsequent gehen werden. Und das macht mich persönlich auch in gewissem Maße stolz. Ja. Und deswegen, ja, soll es weitergehen. Also Kalk liegt dir ja am Herzen, das habe ich auch vorher im Vorgespräch schon gemerkt. Was ist jetzt genau das Besondere an Kalk eigentlich? Was macht diesen Baustoff zu etwas Besonderem? Kalk ist einer der ältesten Baustoffe, die den Menschen bekannt sind. Denn wo schon zur Römerzeit vor 2000 Jahren jetzt mittlerweile wurde Kalk eingesetzt. Kalk ist aus dem Grund, kann man wirklich sagen, nicht nur das älteste den Menschen bekannte Bindemittel, es ist auch das älteste bekannte Fungizid. Durch seine hohe alkalische Wirkung habe ich eben keinen Nährboden oder hat Kalk keinen Nährboden für Schimmelpilze. Dann ist es bei Kalk eben auch noch so, dass er hochdiffusionsoffen ist, das heißt, er hat eine hohe Feuchteregulierung. Oder feuchte Aufnahme, feuchte Regulierung, die dann eben hinterher auch in der Lage ist, das Raumklima zu regulieren. Das heißt, Kalk, wenn man so will, funktioniert wie eine stromlose Klimaanlage. Ja, Kalk, das erinnert mich jetzt auch etwas an Lehm. Was ist denn der große Unterschied Der bei große guten Baustoffen? Unterschied ist, würde ich sagen, natürlich einmal das alkalische Milieu. Und natürlich die mechanische Festigkeit. Also Kalk reagiert ja mit Wasser. Lehm ist ja reversibel, das ist Kalk nicht. Kalk reagiert mit Wasser, nimmt auch CO2 aus der Luft auf. Und jetzt bei dir daheim wirst du dann wahrscheinlich mit Kalk gebaut haben. Oder Ja. auch mit Lehm. Nein, mit Kalk, wenn man, sage ich mal, schon an der Quelle sitzt. Ja. Das ist auch was,
Also ich will auch unseren Kunden nichts verkaufen. Ja. Will ich damit sagen, was wir nicht selbst in unseren eigenen vier Wänden auch verlernen würden. Es gibt ja auch andere Kalkhersteller. Was macht jetzt Hessler Kalkwerke besonders? Wieso sollte man jetzt bei Ihnen Kalk putzen? Alle Kalkputzer, die wir herstellen, das sind reine Kalkputze. Das bedeutet, sie sind frei von Zement, sie enthalten keinen Gips. Wir verwenden bei uns für unsere Produkte keine synthetischen Bindemittel und auch keine Konservierungsstoffe. Seit 2020 ist es sogar so, dass wir in unseren Oberputzen und Farben das Titanoxid auch nicht mehr verwenden. Also ein 100% Naturprodukt. Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Was gibt es denn alles für Kalkprodukte? Also hier im Hintergrund ist schon Kalkputz, nehme ich an. Das ist genau, das ist der HP90, der Kalkoberputz. Also um die Frage zu beantworten, unser Sortiment, was wir an Kalkputzen anbieten, ist mittlerweile, muss man wirklich sagen, recht vollständig. Wir können für jede Art von Untergrund können wir ein entsprechendes anbieten. In diesem Programm sind natürlich erstmal jetzt vom Untergrund her gedacht, enthält das Programm Grundputze oder wenn Altbestand beispielsweise überarbeitet werden soll, haben wir einen Kalkhaftputz im Programm. Was die Grundputze betrifft, haben wir auch einen Leichtputz und einen Dämmputz im Programm. Das heißt, wir können da schon sehr viel anbieten. Weiter geht's dann natürlich mit den Oberflächen. Also ich würde wirklich behaupten, wir können nahezu jeden Wunsch, für jeden Wunsch ein entsprechendes Produkt anbieten. Und also wir können wirklich Oberflächen von modern bis rustikal, von fein strukturiert bis glatt können wir anbieten. Gerade wenn man die mit einem Erdpigment, mit einem natürlichen Pigment. Man kann die wieder anfärben, genau. eine glatte Oberfläche erzeugen. Man kann im Prinzip einen Streichputz drauf machen. Genau, das wäre dann der Streichputz, genau, das ist so ein Produkt, vor allen Dingen auch mal für die Selbermacher, um es mal so auszudrücken, die sich jetzt nicht an den klassischen Verputz an die Kelle trauen. Das alles kann ich natürlich noch ergänzen mit Zuschlagstoffen, beispielsweise einem Glimmer, da schaffe ich mir auch nochmal ganz besondere Oberflächen. Und wenn es dann mal wirklich an eine Überarbeitung geht, bieten wir auch noch die passenden Kalkfarben an. Also im Prinzip gibt es gestaltungstechnisch keine Einschränkung. Fast keine, oder? So ehrlich muss man sein. Ja. Gut. Wie wird denn Kalk hergestellt? Der Kalk wird bei uns im Steinbruch abgebaut und dort zunächst erstmal zerkleinert. Also hier in Wiesloch wird der wird genau, der Kalk, unser Steinbruch ist etwa einen Kilometer hier von unserem Werk entfernt. Das heißt, der wird dort eben zerkleinert mit einem Brecher und wird dann hier ins Werk transportiert. Der Kalkstein wird dann bei uns im Ofen bei etwa 800 bis 1000 Grad gebrannt. Dabei, durch diesen Brennvorgang, wird im Kalk das CO2 ausgetrieben. Nach dem Brennvorgang wird der Kalk, da ist, entsteht dann erstmal der sogenannte ungelöschte Kalk, also sprich ein Brandkalk. Der wird wieder unter Wasserzugabe wird er gelöscht, man spricht davon löschen, zu einem hydraulischen Kalk. Das ist bei uns ein natürlicher hydraulischer Kalk, abgekürzt NHL. Und dieser NHL, das ist eigentlich die Basis für alle unsere Produkte, den wir hier herstellen. Wenn ich jetzt Ihren Kalk beziehen möchte, wie funktioniert das? An wen kann ich mich wenden? Wenn man auf unsere Webseite geht, da finde ich mittlerweile recht übersichtlich ein Händlerverzeichnis.
Es ist aber natürlich auch jederzeit gerne so, dass auch wir direkt weiterhelfen. Das heißt, per Telefon oder gerne auch per E-Mail. Du bist ja vor 2 Jahren als Geschäftsführer hiermit angestiegen. Mhm. Und jetzt gibt es ja Hessler Kalkwerk schon seit 1881. Was ist dein Plan, um Hessler Kalkwerk jetzt weiterhin so erfolgreich zu machen, wie es bisher war? Wir wollen auch weiterhin in unsere Anlagen investieren, dass wir eben weiterhin auch in Zukunft in der Lage sind, qualitativ hochwertige Produkte anbieten zu können. Mhm. Und wir möchten, so wie es bisher auch der Fall ist, dass eben auch unsere Mitarbeiter mit wirklich hinter dem Produkt stehen, was sie alle tun und deswegen auch mit Einsatz und Spaß hier dabei sind. Und das wünsche ich mir, dass das so bleibt. Also würdest du auch sagen, die Mitarbeiter hier sind sehr zufrieden? Ja. Und die kommen gerne her? Ja. Ja, das so. würde ich definitiv sagen. Das dürfte das auch zeigen, dass wir eigentlich durchweg nur langjährige Mitarbeiter haben. Kaum Fluktuation. Ja. Oder eigentlich nicht. Ja, okay, sehr gut. Was würdest du dir jetzt noch für die Zukunft wünschen, etwas als abschließende Worte, was würdest du dir für die Zukunft wünschen, was sollten wir hier in Deutschland mehr tun? Ich finde, es hat sich schon sehr viel getan die letzten Jahre, dass einfach auch mal geschaut wird, dass man das einfach mal kritisch auch hinterfragt wird, das würde ich mir wünschen. Dass das einfach noch mehr, dass kritisch hinterfragt wird, ja. Genau. Ja. Die Herkunft und die Inhaltsstoffe, die Produktionsweisen. Und da spreche ich gar nicht mal nur von Baustoffen. Das würde ich allgemein gültig stehen lassen. Dass einfach, ja, dass man einfach mal ein bisschen umschaut und kritisch hinterfragt. Wie gesagt, das nicht nur bei Baustoffen. Hier geht es ja vorrangig um Baustoffe und vor allem geht es ja bei uns um alternative Baustoffe. Deswegen, wenn ihr euch für alternative Baukonzepte interessiert, dann ist es eure Chance, diesen Kanal hier zu abonnieren, um alternative Baukonzepte einer breiteren Masse der Menschen zugänglich zu machen. Ich freue mich sehr, heute hier gewesen sein zu dürfen. Ja, danke. Ich habe zu danken. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.